Recht herzlich willkommen. Gast im Studio bei uns ist heute Magister Hans-Josef Zitz, frischgebackener Bildungsdirektor im Burgenland, vormals der amtsführende Landesschulratspräsident. Hat sich ein bisschen was geändert. Thema heute ist aber ein anderes, und zwar das in den letzten Tagen durch alle Diskussionen durchgereichte Thema der Deutschklassen. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ganz kurz nur eingangs, was hat sich da jetzt geändert oder was ändert sich? Landesschulratspräsident, jetzt Bildungsdirektor, was soll es bringen? Naja, ist so, dass als Bildungsdirektor wir jetzt für den gesamten Schulbereich in Zukunft auch zuständig sein werden, nämlich als Organisation. Sie wissen ja, 2006 hat bereits das Land die Landeslehreragenten in den Landesschulrat für Burgenland übertragen. Das haben nicht alle Bundesländer gemacht, wir haben das schon sehr lange. Und das soll jetzt österreichweit erfolgen. Fürs Burgenland an sich selbst ändert das wenig, weil wir bereits all diese Dinge, die jetzt kommen werden, im Vorfeld gemacht haben. Und ich sage, 95% der Organisationsformen, wie wir sie hatten, werden auch in der Bildungsdirektion weiter bestehen. Also keine allzu große Aufregung. Sehr wohl Aufregung, aber seit einigen Tagen ein neues Konzept für die Schüler, die nicht so gut Deutsch können, die drin dennoch in den Klassen sitzen, Deutschklassen. 30.000 bis 40.000 österreichweit betroffen, Burgenland nur marginal betroffen, 400, 500. 465. Sie wissen es genau, die Zahl natürlich. Darüber wollen wir eingangs ein bisschen sprechen. Was ich nämlich nicht verstehe, ist dieser emotionale Zugang von beiden Lagern, muss man fast sagen, von beiden Denkschulen. Die einen sagen, es ist gut, wenn Kinder, die jetzt nicht gut Deutsch können oder überhaupt nicht Deutsch können, mit anderen zusammensitzen, die eigene Lehrer kriegen in dieser großen Klasse und das Deutsch damit fließend mitlernen. Die anderen sagen wiederum, das geht überhaupt nicht, die halten die anderen auf, machen wir zunächst einmal eigene Klassen, wo die Deutsch lernen. Das klingt auch ein bisschen nachvollziehbar, dass man eigentlich die Sprache, in der unterrichtet wird, dass man die auch gut verstehen sollte, weil sonst kann man dem Unterricht nicht folgen. Wie ist da der Zugang jetzt im Burgenland? Naja, ich kann das einmal pädagogisch nur bewerten. Im Burgenland ist diese Frage gar nicht wirklich aktuell, da wir schon von Haus aus all die Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, sehr gut im Land verteilt haben. Das heißt, es gibt eigentlich im Großen und Ganzen nicht viele Schwerpunktschulen, wo viele Kinder sind, die jetzt außerordentliche Schülerinnen oder Schüler sind. Der Zugang ist natürlich ein pädagogischer. Was will ich bewirken? Und da habe ich jetzt aus pädagogischer Sicht einen klaren Zugang. Wie immer ist die Mitte, meiner Meinung nach, die goldene Mitte das Richtige. Das eine ist, dass natürlich, wenn ich reine Deutschklassen mache und die Schüler isoliere von den anderen Schülerinnen und Schülern innerhalb einer Schule, dann habe ich das Problem, dass natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt auch etwas auf dem Spiel steht, weil sie ja dann mit anderen Kindern in Wirklichkeit nur in der Pause zu tun haben, beziehungsweise vielleicht in Sportveranstaltungen. Ja, dazu können die schlecht kommunizieren miteinander, weil genau, die einen ja noch nicht die Sprache der anderen können. Und im Sprachgebrauch ist es so, dass ich einerseits natürlich eine Sprache lernen muss, ist klar, wie Englisch, wie Französisch, wie Italienisch oder Spanisch. Oder wie im Deutsch. Oder wie im Deutsch. Aber auf der anderen Seite natürlich die Gelegenheit nutzen sollte, wenn die Sprache vorhanden ist, in einer Klasse, dass auch in der Alltagssprache kommuniziert wird mit jenen, die das als Muttersprache bereits gelernt haben. Das heißt, die Mischung aus beiden, auf der einen Seite in einer Klasse die Inhalte einer Sprache klar zu vermitteln und auch die Struktur einer Sprache, aber auf der anderen Seite natürlich auch die dementsprechende Möglichkeit zu geben, im Alltagssprachgebrauch diese Sprache auch einzusetzen. Und wenn ich beides gut miteinander vernetzen kann, dann lernt ein Kind schnell und effektiv und gut Deutsch. Und das machen wir. Wir haben ja das in Wirklichkeit auch in vielen Bereichen, dass wir in den 11 Stunden, die Kinder Deutsch unterrichtet bekommen, sie natürlich gemeinsam unterrichten, aber in den restlichen Stunden, die sie im klassischen Unterricht sind, hier auch im Unterricht Deutsch sprechen und mit den anderen Kindern versuchen, hier gemeinsam auch zu sprechen und zu kommunizieren und auch mit den Lehrerinnen und Lehrern. Weil man sagen muss, jetzt im Burgenland ja ein bisschen ein Sonderfall, weil da gibt es jetzt, das Problem ist ja durch die Flüchtlinge, durch die Migranten akut geworden, auch zahlenmäßig akut geworden. Im Burgenland gibt es ein bisschen andere Situation, weil teilweise ja, was ja gewollt ist, gefördert wird. Auch ungarische Kinder kommen über die Grenze jetzt, teilweise erst im Tagesunterricht, die kommen in der Früh, fahren am Abend wieder nach Hause. Auch aus der Slowakei kommen Kinder teilweise, das heißt, die kommen dann noch dazu. Flüchtlingskinder gibt es natürlich auch, aber eben in Summe, wie Sie gesagt haben, 460.
60 in Summe, genau. Ist das jetzt nicht. Was man schon noch kurz ansprechen muss, was wir nämlich jetzt bis jetzt noch nicht angesprochen haben, das sind ja die Kinder, die zunächst schon einmal da sind und die Deutsch können. Gibt es natürlich viele, die sagen, für die ist das einfach eine Blockade im Unterricht, wenn die jetzt aufgehalten werden sozusagen von Kindern, die nicht Deutsch können. Und das Extremfall ist ja in einigen Schulen in Wien, wo halt dann sehr viele in der Klasse sitzen, die nicht Deutsch können, 3, 4, 5 dann die Muttersprache Deutsch haben und die dann einfach extrem aufgehalten werden. Die Situation von Wien kann ich jetzt schwer bewerten, weil wir diesen Fall nicht haben. Weil ich nur über Dinge sprechen kann, die uns betreffen und wo ich jetzt als Experte auch vor Ort weiß, wie das bei uns funktionieren sollte und ich diese Herausforderung, die Wien natürlich hat, in gewissen Bezirken und in gewissen Schulen nicht jetzt wirklich bewerten kann, weil ich dort weder an einer Schule war, noch damit zu tun hatte. Ich kann nur für uns bewerten, dass wir natürlich situationsspezifisch jedes Kind individuell betrachten, wie weit es im Spracherwerb ist und dann natürlich auch innerhalb dieser 11 Stunden switchen, ob es in der Klasse bereits mehr ist oder ob es mehr im Deutschkurs ist. Das heißt, wir schauen uns schon an, weil jedes Kind ist unterschiedlich natürlich in ihrer Lernfähigkeit, in ihrer Möglichkeit, Deutsch zu lernen und da reagieren wir sehr situationsspezifisch in den einzelnen Schulen und da vertraue ich, das muss ich auch sagen, ich bin ja ein Fan der Autonomie, in der Schule, weil die wissen am besten, was dort zu passieren hat. Ja, die haben auch zu tun jeden Tag. Die haben auch zu tun jeden Tag damit, dass dort dementsprechend reagieren und dann auf uns als Landesschulrat für Burgenland zukommen, wenn es Probleme und Herausforderungen gibt und wir, was in unserer Macht steht, auch dementsprechend unterstützen. Um das abzuschließen, das Thema noch ganz kurz, haben Sie eine Erklärung oder ist eine Erklärung vorstellbar, was ja für mich nicht nachvollziehbar ist, das ist dieses extreme Denken in Polen. Die einen sagen, in gegensätzlichen Polen jetzt, was das Thema Deutschklassen betrifft, nämlich noch die anderen. Die einen argumentieren, die sagen, alle zusammen ist wunderbar. Die anderen sagen, das ist eine Ghettobildung, wenn man Deutschklassen schafft, wie es ihm jetzt vorgesehen ist. Teilweise, Sie haben ja selbst angesprochen, goldene Mitte. Haben Sie eine Erklärung für die extremen Pole, wo der eine den anderen ja richtig mit Steinen, mit akustischen Steinen bewirft? Ich kann solche Dinge insgesamt nicht ganz nachvollziehen, weil im Prinzip geht es, wenn man Pädagoge ist, um das einzelne Kind. Und das Kind steht im Mittelpunkt, darum hänge ich hier nicht Dogmen nach, sondern wir haben ein Ziel. Das Ziel heißt, Kinder in Österreich, die da sind und die einen aufrechten Asylbescheid haben und die bei uns auch arbeiten sollen, auf dieses Arbeitsleben und auf die Gesellschaft in Österreich vorzubereiten und dort auch dementsprechend einzubinden. Und wenn ich dieses Ziel habe, dann muss ich den besten Weg suchen. Da nutzt man sich, in Diskussionen zu bleiben, sondern ich bin Praktiker. Ich muss sagen, das ist das Kind, was ist die beste Variante oder die Schule, was ist die beste Variante, um das umzusetzen. Und natürlich, da muss ich schon sagen, wenn ich jetzt eine Schule habe, wo 98% der Kinder nicht deutscher Muttersprache sind und ich dort eine Integration, dann wird mir nichts anderes überbleiben. Da muss ich auch schauen, wie kann ich mit diesen Dingen am besten umgehen. Und da geht es natürlich auch, und das ist jetzt in den Medien wenig auch publiziert worden, geht es natürlich auch um Finanzielles. Ich meine, diese Deutschklassen müssen auch finanziert werden. Bis jetzt war auch das Finanzkonstrukt das nicht da. Ich habe immer gesagt, wie das funktionieren soll. Genau, und das ist auch jetzt noch nicht da. Wir wissen ja nur einen Ministervortrag, wo das drinsteht. Aber natürlich muss es auch ein Finanzkonstrukt dahinter geben, dass hier auch dementsprechend Geld zur Verfügung steht.